Hallo und herzlich willkommen zur Weekly Extreme Challenge. Wir sind im Land der wandelnden Seelen und müssen 1000 Meter circa schaffen. Vom Schwierigkeitsgrad heute geht's eigentlich soweit. Klar, es ist eine Extreme Challenge, das heißt, es zieht natürlich ein bisschen an. Aber sollte jetzt auch kein großartiges Problem sein. Das war, glaube ich, mein vierter oder fünfter Versuch für dieses. Oder war es der dritte? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich würde es allerdings, glaube ich, nochmal ein bisschen verbessern, da ich nur recht knapp die Grenze halt eben geschafft habe. Das hier kennt ihr ja auch mit dem Durchspringen. Auf keinen Fall auf die mittlere Plattform. Hier kleinere Sprünge. Und schon bekommen wir 1000. Ja, ich würde es nochmal machen. Um einfach noch ein bisschen Vorsprung und mache ich natürlich dann davon auch ein Video. Hier, kleiner Sprung, kleiner Sprung, kleiner Sprung. Ah, da habe ich den Übersprung sogar. Und muss deswegen den Propeller dann einschalten. So, hier auch durch. Also die Elemente sind eigentlich recht einfach noch. Klar, es sind manchmal so ein bisschen so die Reaktionen, die man durchmachen muss. Und, aber ansonsten solltet ihr das eigentlich alles recht schön bis dahin schaffen. Die Goldgrenze ist so gewählt, dass es halt eben doch ein gewisser Start ist. Aber gerade wenn ihr diese Elemente mit diesem nach unten springen beherrscht, dann kommt ihr dahin locker. So, einmal hier durch. Jetzt hier wieder springen. Über die Ringe drüber. Schnell ein bisschen beschleunigen noch mit dem Propeller. Damit uns das Ganze nicht in den Abgrund mitreißt. Hier drüber. Und wir haben auch schon die 900 Meter bekommen, die Pause. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch dieses Element jetzt schaffen, das kommt. Ah, nicht dieses, sondern genau dieses hier. Und wenn wir dies schaffen, oder wenn ich hier diese Marke übersprungen hätte, dann, hätten wir auch weiterkommen können. Aber wir haben 1076 Meter, das ist eigentlich ganz gut. Ich hoffe, wir können uns beim nächsten Mal noch ein bisschen steigern. Und ich freue mich auf die nächste Weekly Challenge oder wir sehen uns morgen zur nächsten Daily Challenge. Bis dann!